So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren neuen Aufnahmerunde von Dragon Raya oder auch Dragon Raya, wie auch immer du das nennen möchtest. Ich bin jetzt deshalb hier, weil, pass auf, ich habe heute dieses Video veröffentlicht. Dieses, Folge Nummer 1 zu Dragon Raya und es ist unfassbar, Leute. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber vielen, vielen Dank. Guckt euch mal die Aufrufzahlen an. Die wachsen ja sogar jetzt noch, während ich gerade dieses Video mache und ich habe das seit über einem Jahr, seit 2 oder 3 Jahren nicht erlebt, dass ein Format gleich am ersten Tag bei mir im Kanal so steil nach oben durch die Decke geht. Also ich möchte mich bei euch bedanken. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und dafür, dass ihr wirklich dieses, dass ihr mir das so sagt. Guckt mal, ihr habt einige Likes da gelassen. Ich habe auf jeden Fall im Moment hier 100% der Likes oder der Daumen, die gegeben wurden, sind positiv. Vielen, vielen Dank. Das unterstützt mich unfassbar sehr. Und da möchte ich mich gleich bedanken für alle, die kommentiert haben. Und interessanterweise ist da hier im Moment nur ein einziger nicht beantwortete Kommentare. Die machen wir einfach alle Kommentare an. Und da sehen wir mal, der Luca hat geschrieben, er würde das gerne mitspielen. Dann haben wir den YouTube Master, der hat hier, der auch schon das Spiel spielt mit einer Seelentänzerin. Funny Memes ist hier dabei. Marcel Reinig, herzlichen Dank fürs Kommentieren. Konrad Zönke war, glaube ich, gleich der Erste heute früh, ja. Vielen, vielen Dank fürs Dasein. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach gleich noch eine kleine Runde und gucken uns das mal weiter an. Ich mache so. Da haben wir's. Ich hoffe, dass ich es hinbekommen habe, dass es ein kleines bisschen besser läuft, was die Performance angeht, ne? Ich habe ein bisschen was rumgefummelt dran. Wir gucken mal. Ich spiele weiter mit meinem Charakter Quitschi als Seelentänzer und ja, ihr habt mir da hingeschaut. Ich hab da am ersten Teil sowas gesagt, wie 3 Geschlechter, einer ist Lolita. Und da hat mir also jemand geschrieben, eine Lolita ist immer noch eine Frau, also eher ein Mädchen. Ja, natürlich ist es das. Bin doch nicht bescheuert, ne? Was denkt ihr denn von mir? Aber, worauf ich hinaus wollte, ist tatsächlich, dass es so ist, dass ich das überhaupt nicht kenne von anderen Spielen, dass Lolita als eigener Charakter, als eigene, wie soll man das sagen? Doch, es ist ein eigenes Geschlecht irgendwo dargestellt wird, ne? So, jetzt lass mal ganz kurz mal ein bisschen laden. Wir sind also hier aktuell in der Town Hall. Was ist denn das da? Eine, gibt es eine Nachricht für mich? Gems Problem. Okay, dear Players, there is probably a problem. Okay, das, wir holen einfach mal die Belohnung dafür ab. Hab ich jetzt hier eigentlich alles? Wo habe ich denn jetzt noch was nicht abgeholt? Hier gibt es sonst nichts, ne? Ein Brief für dich. Ansonsten können wir hier einfach mal alles entfernen. Dann ist das nämlich wieder leer. Auktionen gibt es im Moment nicht. Wow, da sind keine E-Mails vorhanden. Alles klar. So. Also ich spiele irgendwie um die 29 bis 30 FPS. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, auf einem richtigen Smartphone geht das natürlich besser. Guck mal, wir haben bei Zähmen irgendeinen roten Punkt. Schuljahresoutfit. Okay, warum? Weiß ich nicht. Ach, guck mal, kannst du etwas Offizielles tragen? Tag 1. Tag 2. Morgen gibt's neue Outfits. Okay. Nachdem ein Jungdrache sein Endstadium erreicht und den Quest für seine Mischpuppe abschließt, wird es zum selbstständigen Spieler. Zum ständigen Spieler, okay. Können wir kurz gucken. Wir hatten ja gesehen, dass es da irgendwie was gibt in Richtung Drachen. Und da wollte ich mir jetzt mal anschauen. Ich habe das aus Versehen weggedrückt. Da muss ich mal gucken, was das ganz genau war, ne? Guck mal, hier sitzt er rum. Chubby. Kann ich singen? So da dringend? 10 Schubi-Musik. Was starrst du mich so an? Hausaufgaben machen. Kann man nicht auswählen, ne? Ich könnte jetzt singen für den. Ah, geht erst. Ah, der muss erst aufwachsen. Wenn Schubi zur Jugend aufwächst. Kalter Witz, geht gar nicht. Okay. Okay, jetzt bin ich raus. Weiß ich nicht, wie das funktioniert. Aber da sitzt hier. Und die Frage ist, was mache ich jetzt mit dem? Wie trainiert man den? Du öffnest deine Augen und erblickst den... Ich weiß es nicht. Guck mal hier. Mit Chubby zum Kassel-Kollege. Die aktuelle Karte erlaubt keine Teleportation. Sie können die Karte verlassen, indem sie unten auf der Schaltfläche irgendwas drücken. Okay. Das Problem ist bestimmt, dass ich gerade in meinem Haus bin. Neuling. Was ist denn damit gemeint? USD 1, das ist wahrscheinlich, gibt es hier irgendwie Geld zu bekommen oder kann man wahrscheinlich kaufen, glaub mir. Ja genau, hier muss er jetzt also in den Play Store rein, das will ich aber gerade mal nicht. Zack, tatsächlich so. Was ist EKZ? Die Ladenfunktion wird auf Stufe 20 aktiviert, geht also noch nicht. Und Bonus?
Okay, wir holen mal ein paar Belohnungen ab. Investment. Brauchen wir nicht. Tages-Check-In. Wochenend-Check-In. Können wir auf jeden Fall was abholen. Level-Belohnungen. Unfertig, unfertig, unfertig. Alles unfertig. Wunschbaum. Können wir bewässern. Ach, guck mal. Ah, drei. Was, können wir jetzt den ganzen Tag machen, oder was? Ach, schau mal einer an. Du erhältst Reife. Wunschbaumbewässerung. Okay, das ist interessant. Gerade ist der Luca 6565 zu einem YouTuber oder zu einem, ich würde eher sagen, Twitch-Follower geworden. Spannend, spannend. Ich stream doch aber gar nicht. Ne, ich stream gar nicht gerade. Es kam durch Zufall rein. Okay, nochmal gießen geht nicht. So, Vorschau auf morgen. E-Mail-Verbindung, was ist denn das? Habe ich, glaube ich, schon gemacht, oder? Konto aufleveln Pakete. Sie erhalten. Okay, wir haben eine Menge erhalten. Alles klar. So. Dann müssten wir jetzt hier auch keine rote Bommel mehr sehen. Nämlich stören immer die. Was ist denn jetzt hier mit der EKZ-Bommel? Hier, bei Mail. Aber da waren wir doch schon. Ach, guck mal an. Ein Tagesrabatt. Ja, okay. Das sind wahrscheinlich so die Sachen, wenn man was kaufen müsste, ne? Hier ist auf jeden Fall ein Abholen drin. Hier, ah, da unten. Empfangen. Und im Hot Sale. Neuer Wochenrabatt. Okay, jetzt haben wir die roten Punkte alle weg. Hoffe ich mal. So. Jetzt müssen wir die Karte verlassen. Es ist die Frage, wohin? Du öffnest deine Augen. Die aktuelle Karte erlaubt das nicht. Die Teleportation. Was ist hier? Zurück zu Durchgang. So, mal gucken, wo wir jetzt... Jetzt sind wir... Jetzt können wir teleportieren. Okay, also nur in meinem Zimmer geht das nicht. Nur im Zimmer geht das nicht. Haben wir auch schon wieder was Neues rausgefunden, ne? Ich weiß nicht, Leute, ob ich hier jeden Tag so eine Episode schaffe, aber sobald wir einen Clan haben, können wir sehr, sehr, sehr gern gemeinsam spielen. Ich muss mal gucken, ob man, wie man hier einen Clan kreieren kann, ob das ähnlich ist wie bei Durango, das müsste ich dann mal sehen, aber das kriegen wir raus. So, jetzt suchen wir erstmal automatisch, es läuft, laufen wir mal den Chubby suchen. Ja, die Frames pro Sekunde brechen gerade ein bisschen ein, das wird wahrscheinlich normal sein, über BlueSex ist es halt ein bisschen schwierig, denn... Der lädt wahrscheinlich gerade die ganze Welt nach, ne? Ob das auf dem Handy auch so ist, weiß ich noch gar nicht, weil ich habe das hier an der Stelle beim Handy noch nicht gespielt. Ich habe eigentlich 4 GB RAM zugewiesen. Die Performance sollte also eigentlich recht groß sein. Ah, guck mal, jetzt sind wir hier. Chubby, da ist Chubby. Chubby, wie steht's? Die Aufsicht auf Castle Academy ist nicht schlecht, was? Komm, lass uns ein Bild aufnehmen. Schöne Sehenswürdigkeiten zu fotografieren ist das Minimum an Respekt, was einer Reise zollen müssen. So ist es. Sag es, wenn du es wagst, ich in der Akademie herumlaufen zu bringen, wird dich definitiv töten. Okay. Hier können wir jetzt ein Foto machen. Betritt den Kameramodus. Ja. Manche sagen, das muss richtig Spaß machen. Alleine das Fotografieren hier. Aber wie? Warte mal. Ich kann jetzt hier gar nicht. Ich dachte, ich könnte auch das Bild jetzt irgendwie drehen. Haben wir jetzt ein Bild gemacht eigentlich? Ja, jetzt haben wir ein Bild gemacht. Okay. Ja, vor der Brücke, ne? Also manche finden das total cool, hier einfach rumzulaufen und da ein Bild zu machen, ne? Was ist denn jetzt hier mit dem Zähmen eigentlich? Chubby. Muss er jetzt einen Namen kriegen? Heute bin ich sauer. Warum das? Heute ist wirklich ein grässlicher Tag. Mir wurde gesagt, dass wir einen Ausflug machen würden, aber dann sind wir nur vor der Tür herumgelaufen und auf dem Weg wurde ich die ganze Zeit von Menschen seltsam angestarrt. Verdammte Menschen, denkt ihr, ich sei ein dämliches Haustier? So herumgeführt zu werden, ist ja eine Entwürdigung des mächtigen Riesendrachen. Okay, okay. Und warum soll ich jetzt Hausaufgaben machen? Sicher ist der Diener selbst zu dumm dafür und er behauptet selbst, ein Student zu sein. Aha. Wir können also sehen, was der über uns denkt, dieser blöde Dino-Drache. Wo ist denn der jetzt hin? Okay. Das weg. So, was haben wir hier? Du öffnest deine Augen und was ist das nächste? Ach, jetzt sind wir wieder im Zimmer. Das geht also hier hin und her gerade offenbar. In Plot-Modus eintreten. Wieso ruckelt denn das so? Was kann ich denn da anders machen? Herzlich willkommen zu Castle Academy. Ich bin der Schulleiter Hilbert von Azou. Wow.
Ich freue mich, dich unbeschadet anzutreffen. Unser Eisbrecher hat dich aus dem Eismeer von Sibirien herausgefischt. Wir dachten alle, dass du nicht überleben wirst. Du hast bestimmt viele Fragen, keine Sorge. Ich werde keine einzige davon beantworten. Schulleiter, du treibst schon wieder deine Späße mit den Neulingen. Du hinterlässt einen schlechten Eindruck. Ja. Egal, mir gelingt es sowieso nie, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ich habe die Vorstellungsrunde ganz vergessen. Dieses hübsche Mädchen ist die AI-Administrator der Akademie Eva. Du kannst dich jederzeit an sie wenden, wenn dich etwas bedrückt. Willkommen zu Kassel Akademie. Du hast zwar die Einschulungsfeier verpasst, aber keinen Grund zur Unruhe. Ich werde dir den Kontakt der anderen Neulinge geben. Hoffentlich werdet ihr gute Freunde. Als nächstes werde ich dir kurz die Akademie beschreiben. Komm mit mir. Okay. Guck mal, hier ist schon eine andere Spielerin irgendwie. Irgendwas. Guck mal, was ist denn das hier unten? Freunde? Was ist denn da? Ohne Spaß. Hatte schon jemanden bei Erkundung hinzufügen? Wie jetzt? Filtern. Das sind... Ach so. Das ist jetzt Suche, ne? Aber Anfragen habe ich noch keine. Oh, ich dachte jetzt schon. Das wäre jetzt aber ein Ding gewesen, wenn hier Leute mich jetzt schon anfragen würden. Gerade mal nachdem hier eh ein Video rausgekommen ist davon. Wenn ihr Freundschaftsanfrage schicken wollt, ich sehr gern, macht das einfach, ne? Wir müssen dann mal gucken, wie das hier weitergeht. Okay, so. Jetzt gucken wir mal, wo ist jetzt lang? Gehe zu Evas Zimmer und erfahre da irgendwie ein bisschen mehr. Dann wollen wir mal gucken. Das ist schön, dass der, man erlebt die Geschichte und er läuft aber automatisch. Das ist schon ganz cool irgendwie, muss man auch einfach mal sagen, ne? 16.000. Das Endziel der Kassel Akademie ist die Vernichtung der Drachen. Vernichtung? Vernichtung? Sobald die Drachen Raya wiederbelebt werden, stehen alle Lebewesen vor dem Ruin. Und die einzigen, die sich gegen das Drachenvolk auflehnen können, sind wir, Mischling. Deswegen werde ich einen Bewertungstest unterziehen, um deine Stärke herauszufinden. Ich werde auch deine Resonanz mit Ziffern der Extrafähigkeit prüfen, okay? Heißt das, dass ich jetzt, wenn ich einen Drachen habe, eigentlich das ein bisschen falsch mache? Erhalten? Ah ja, okay, hier. Buntes Getränk, was macht das? 50.000 hergestellt. Oh, war jetzt nicht nötig, ne? War jetzt nicht nötig, naja. Auto verwenden habe ich eingestellt. Okay, bleib auf der hellen Position, alles klar. Bin ich? Die Grafik ist schon wirklich, wirklich gut, ne? Das muss man einfach mal sagen. Ist ein Handyspiel, was fast bessere Grafik hat als viele PC-Spiele, ne? Oh, es kommt eine Videosequenz wieder. Ich habe auch gelesen, dass jemand das nicht gut fand, dass man bis Level 20 eigentlich überhaupt nicht gemacht hat, ne? Okay, was muss ich hier machen? Ich muss draufdrücken, okay? Sonst geht's nicht weiter. Okay, spannend, spannend. Ich werde es ein Leben lang nicht bereuen, Dragon Raya geschadet zu haben. Wahrscheinlich ist das so. Es ist eins der wirklich guten Spiele im Moment, habe ich das Gefühl. Aber wir wissen noch nicht, wann das losgeht, dass wir Geld ausgeben müssen. Denn noch wissen wir das wirklich überhaupt nicht. Ich gebe keinen Cent aus, also muss ich sehr viel zocken. Na okay, das wird wahrscheinlich so die Meinung sein der meisten. Kleiner Balala Energiemarke transformiert, okay. Was ist jetzt passiert? Kam der einfach angezaubert? Ja, da weiß ich selber nicht, was das soll. Ob das ein Böser ist? Ich habe das Gefühl, der ist auch nicht unbedingt ein Guter, ne? Okay, jetzt hat sie uns, glaube ich, bewertet, ne? Frage an den Schulleiter stellen. Was für ein seltsames Talent. Die Zifferresonanz ist auf dem Level S, aber die Blutlinienkontrolle ist auf Level D. Unstabile Blutlinie ist gefährlich. Ich muss mir eine Lösung ausdenken. Eva soll sich zuerst um alle Formalitäten für deine Schuleinweisung kümmern. Du Glückspilz. Spoiler verderben nur den Spaß. So etwas Lustiges soll er am eigenen Leib erleben.
Na gut, die Akademie hat eine Schuluniform für dich vorbereitet, aber der Roboter Adams scheint sie in einer Ecke deines Zimmers versteckt zu haben. Finde deine Uniform und lege sie an, dann kannst du gehen. Jemand sollte vor dem Tor auf dich warten. Okay. Na gut, dann können wir einfach hier drauflegen schon, ne? Finde die Akademiekleidung in... Was ist in Evas Zimmer? Ach, tatsächlich hier? Ich habe jetzt gedacht, die liegt in unserem eigenen Zimmer, wollte mich schon nach Hause teleportieren, ne? Wäre es vielleicht schief gegangen. So, du hast ein neues Outfit erhalten. Jetzt können wir gleich auf Anziehen gehen. Zack. Und da haben wir schon die Schuluniform an, ne? Achso, das habe ich gerade zoomen wollen. Mache ich mal lieber nicht in dieser Runde heute. Aber sieht doch schon ganz, kann man schon mal ganz brauchbar akzeptieren, oder? Die Frage ist, ob ich mit meinem Hausdrachen was anfangen kann. Das ist so reizvoll für mich, ne? Guck mal hier. Schauen wir uns mal die hier an. Eine Klingentänzerin. Ich gehe mal ein bisschen näher an die ran einfach. Kann man sich auch ein bisschen drehen? Dreh ich mal ein bisschen. Nur Charakter. Na, hier so könnte man also... Guck mal, ich bin größer als das Mädchen da. Und ich bin auch ein bisschen breiter, ne? Habe ich mit Absicht so eingestellt. So. Was ist denn das hier? Das ist Adams. Ach, das ist der Typ da. Jetzt ist ja bei M blinkt's. Warum blinkt's bei M? Ach, weil ich jetzt im Schrank mich umziehen kann. Genau. Ich habe also jetzt diese Rüstung angezogen. Und ich kann natürlich hier meinen Magier... Oder was Seeltänzer-Outfit, was das hier ist. Und das ist meine Schuluniform, nicht wahr? Speichern heißt dann wahrscheinlich diese lassen. Ich kann ja auch, kann ich auch eine neue Frisur anlegen? Guck mal, die habe ich rausgesucht. Ich kann mir gut vorstellen, die sind geschlossen, die anderen. Aber ich finde die Frisur total cool eigentlich. Kann man gar nicht sagen. Man kann aber generell offenbar noch vieles ändern hier im Nachhinein. Ich habe schon 106.000 Taler. Wofür wir das Geld brauchen, das finden wir noch später raus. Jetzt kann ich noch die Ausrüstungsbeute machen. Was ist das denn? Gibt es da noch eine? Levelpackung oder was auch immer das sein soll. Erhalten. Was haben wir denn da jetzt? Nochmal ein bisschen Geld gekriegt. Und eine Neulingsshort. Na, ich glaube mal fast. Und neue. Ach, guck mal, und Schuhe. Geräteversorgung. Automatisches Verwenden. Blaues Halstuch. Handschuhe. Ach, da wird mein Angriff stärker. Guck mal hier. Der Ring, der macht immer generell den Angriff. Ja, habe ich damit stärker gemacht, offenbar. Aber man sieht es trotzdem nicht, ne? Man sieht auch die Turnschuhe nicht. Nö. Sieht man nicht? Nicht so schlimm. Okay, Eva will noch was mitteilen. Was hat Eva denn noch? Die Schulrobe sieht wirklich toll an dir aus, Neuling. Vor dem Ausgehen solltest du Ausrüstung anlegen. Ich hoffe, dir gefällt das heutige Event. Okay. Kessels Tor, Kapitel 1. Dies war erst der Anfang. Der Supercomputer namens Eva hat eine große Zahl von Datenpaketen ausgespuckt und es steht nun eine ganze Menge Zeug zur Verfügung. Okay. Okay, drücken wir da mal da drauf. Was haben wir denn jetzt noch? Club! Tipp, sofort beantragen, um den Beitrag an den Club zu beantragen oder tippe... Ah, okay. Treten Sie dem Club bei, um weitere Vorteile zu erhalten. Clubname, Föderation. Ich gucke mal, ob es einen deutschen Club gibt, dem wir erstmal beitreten können. Das macht immer Sinn, wenn man sich zum... Okay, Deutsch gibt's nichts. Dann gucken wir mal, ob es was German gibt. Operation zu häufig, willst du mich trollen oder was? Gibt's nicht. Können wir einen Club erstellen? Guck mal, wir können einen erstellen. Ich mach das einfach mal, ne? Cluborden. 2 bis 6 Buchstaben soll das wahrscheinlich sein. Und kostet aber 249 Taler, die ich noch nicht habe. Sieht man das, wie viel man davon hat irgendwo? Ich würde einfach trotzdem mal gucken, ob man hier ein Quitschi Unity macht. Nee, gibt's nicht. Ah, das ist schade. Quitschi Bros. Ach, das ist auch doof. Quitschi Freunde? Gibt's nicht. Quitschi Freunde. Ach, eigentlich ist das doof. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich die... Quitschi Moon. Aber ich weiß jetzt nicht, guck mal, hier steht Club erstellen. Ein Kleeblatt ist eigentlich ganz gut, ein vierblättriges, aber wir können natürlich auch, weil wir echte Freunde sind. Aber siehst bitte wenigstens erst Club Support... Was ist das? Support-Organisation aus. Ich freue mich sehr, dass... Okay. Bitte wenigstens die Club Support-Organisation aus. Löwenherz? Oder...
Ich nehme Löwenherz an der Stelle. Aber ich glaube hier... Jeder, der Quitschi mag, ist hier willkommen. Ich gucke mal, ob ich das später noch irgendwie hinbekomme. So, Ihr Coupon reicht nicht. Möchten Sie aufladen? Mal gucken, was das kosten soll. 60 für 1,09 €? Ach, guck mal, sei einfach nicht beim Kaufen. Wir haben aktuell 0. Okay. Gut, dann werde ich einfach später mal schauen, wie wir das hinbekommen. Oder vielleicht habt ihr ja einen Clan. Dann sagt mir einfach Bescheid. Schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt gucken wir mal. Ich könnte ja trotzdem mal, warte mal, wo ist das jetzt noch mit dem Club? Ich kann trotzdem mal gucken, ob wir erstmal einem Club beitreten können, den es schon gibt, wo vielleicht noch nicht so viele Leute drin sind. Ich kann ja mal schnell reinschauen, bevor man den selber gründet. Einfach mal gucken, was es da so gibt. Wir haben ja schon einen Clan bei Clash Royale, wir haben einen Clan bei Brawl Stars, wir haben bei allen Mobile, bei sämtlichen Mobile Games irgendeinen Clan, ne? Das ist schon cool. So, ich guck mal nochmal schnell, ob wir hier dann irgendwie doch noch was finden, wo wir beitreten können. Lost Song, Bestia, Russian, German gibt's halt nicht. Loveman, Stardust. Oh, guck mal hier. Anzahl 160 dürfen da. Nightfall, schau mal hier. Nightfall ist von Löwenherz, präsent ist Reime und da sind gerade mal 89 Leute drin. Oh, guck mal hier, Dragonfighter hat gerade mal 3 Leute. Liliana, ne? Cookies, Azur, arabische Fighters, vietnamesische Fighters, All-Stars, Player, 99, Team Freedom oder so ähnlich, Black Goth, Dragons, Karusu, Limitless, oh, Limitless klingt auch gut. Guck mal, Edgy, Legion, das wäre auch okay, Elementi, was ist gerade, schon ein deutscher Clan, guck mal hier, eins von 61, deutsche Clan heißt das. Obwohl ich Deutsch eingetippt habe, habe ich es nicht gesehen. Deutsche Clan, Meister Tilay. Mal gucken, ob ich da rein darf bei Deutsche Clan. So. Okay. College is under imminent attack by the dragons. All students die Akademie wird in Kürze von Drachenreihe angegriffen. Wir bitten alle Schüler, sich in Alarmbereitschaft zu setzen. Alle Einträge zur Akademie sind gesperrt. Alle Eingänge, okay. Leitet sofort einen Gegenangriff ein. Okay, aber das, Freunde, habe ich heute jetzt keine Zeit mehr für. Das müssen wir uns anschauen in der nächsten Runde. Deswegen mache ich einfach Schluss für heute. Unter Sozial, ihr könnt mir gern eine Freundschaftsanfrage schreiben. Ja, und wie ihr Lust habt. Ansonsten, was haben wir hier noch? Karriereclub, das war's ansonsten. Ansonsten beende ich jetzt das Spiel und wir sehen uns gern beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund, haut rein, macht's gut und ciao.